Immer Kleider hoch. Nee, ich bin immer ein, zwei da vorne rein. Ja. Irgendwie hatten wir heute keine Lust auf einen langen Zustieg. Eine Meerseiling-Kletterei sollte es aber schon sein. Die Wahl ist dann auf die Mitterkaser Wand über der Mitterkaser Alm unterhalb des hohen Bretts am Göllstock bei Berchtesgaden gefallen. Vom Parkplatz Hinterbrand geht es an der Mittelkaser Alm vorbei, zum Schluss links des Baches oder an der Wasserleitung entlang, ziemlich im Bachbett, in gemütlichen 1,5 Stunden zur Wand. Das letzte Stück ab der Mitterkaser Alm beansprucht etwa 10 Minuten. Die unteren Routen waren vom Regen vom Vortag noch nass. So starten wir mit der Route die 44. Das passt auch zur Gewöhnung an den Fels hervorragend. Die ersten beiden Seillängen sind jeweils mit 4 Minus bewertet und das bei guter bis sehr guter Bohrhakenabsicherung. Der Fels ist fest und schön rau. Dann kommt die vermeintliche mit 5 Plus bewertete Schlüsselseillänge. Wobei mir die Stelle in der vierten Seillänge beim Wandbuch fast schwerer gefallen ist. Mit zweimaligem Abseilen, rot zieht, die erste Abseilstelle knapp, wenn man mit einem 50 Meter Seil von der oberen Abseilstelle startet, kommt man wieder zum Wandfuß. Ich teste hier, ob das Seil bereits frei ist. Jochen zeigt wieder, was er von dem Waldgelände hält. Wir sind mittlerweile in die zweite Route eingestiegen. Die Zeit lassen, Enzian trinken. Die Bewertung dieser Route liegt bei 6 Minus. Insgesamt ist die Route aber deutlich anspruchsvoller als die 44. Nach einem kurzen Latschendurchstieg folgt eine schöne 5 Plus Platte. Die Route ist so gebohrt, dass man die Graspolster immer umgehen kann. Die Absicherung ist wieder sehr gut. Und ich sag, Stand war bei nur einem Haken, also aber mit Abseilring drin. Das sind scheinbar ganz dicke, da haben sie mindestens 10 oder 12 drunter gebohrt. Zwei Haken am Stand sind mir trotzdem immer ein bisschen lieber. Bei der zweiten Seillänge muss man schon ein bisschen schauen, wie man hier mit 6 Minus durchkommt. Die Seillänge ist jedenfalls steil, plattig und schön zu klettern. Fast 50 Meter am Pfeiler. Sich jetzt wieder aus dem Riss raus bewegt, so als alter Alpinist, und ist jetzt am Pfeiler. Als Prunkstück der Tour würde ich trotzdem die gut 40 Meter lange dritte Seillänge sehen, die rechts einer Rissverschneidung hochzieht und sich ziemlich durchgehend im 5. und unteren 6. Schwierigkeitsgrad abspielt. Abseilen muss man hier dreimal, ein 50er reicht nicht für die unteren beiden Abseilstellen. Zwei Routen reichen für heute, noch eine gemütliche Einkehr in die Mitterkaser Alm und zurück zum Auto. Boah, jetzt knallt die Sonne wieder. Ja, hat aber ich hoffe, heute. Dass unser Auto ein bisschen im Schatten steht. Ja, schauen wir mal. Mhm.